Das Wasser zischte und spuckte zwischen ihren Felsen. Die Farbe des Himmels war ungewiss, irgendwo zwischen einem metallischen Lila und einem grauen Lavendelton, dachte Caitlin. Sie stand auf der schmalen, felsigen Halbinsel. Zur einen Seite lag der Ozean, zur anderen erstreckte sich die Halbinsel wie ein knochiger Finger ins Meer. Ein seltsamer Ort. Ein seltsamer und einsamer Ort. Oh nein, schon wieder hier? Sagte Louis hinter ihr. Caitlin drehte sich nach ihm um. Da waren auch Rob und Anna. Sie lächelte. Als Caitlin ihm zum ersten Mal in ihrem Traum begegnet war, hatte sie das verwirrt, ja fast verärgert. Jetzt machte es nichts mehr aus. Sie war froh, Gesellschaft zu haben. Zumindest ist es diesmal nicht so kalt, stellte Anna fest. Sie passte an diesen unbändigen Ort, an den Natur ohne jeden menschlichen Eingriff zu regieren schien. Der Wind blies ihr das lange schwarze Haar aus dem Gesicht. Stimmt, wir können froh sein, dass wir hier sind. Rob konnte seine Aufregung kaum unterdrücken. Er suchte den Horizont ab. Denk dran, hier wollen wir hin, falls wir den Ort finden können. Ja, sagte Kate, da wollen wir hin. Sie deutete über das Wasser zur fernen Küstenlinie. Dort erhoben sich die Klippen, die der dichte Baumbewuchs schwarz einfärbte. Zwischen den Bäumen, umgeben von einem gespenstischen Licht, stand ein einsames, weißes Haus. Es war das weiße Haus, das Kate bereits im Institut in einer Vision gesehen hatte. Und auf dem Bild, das ihr der luchsäugige Mann mit der karamellfarbenen Haut gezeigt hatte. Von dem Mann wusste sie nur, dass er ein Feind von Mr. Cetus war und dass das Haus irgendetwas mit dem Mann zu tun hatte. Es ist unsere einzige Chance, erklärte sie laut. Wir wissen nicht, wer die Leute da sind, aber wahrscheinlich sind es die einzigen Menschen, die uns im Kampf gegen Mr. Cetus beistehen können. Wir haben keine Wahl, wir müssen sie finden. Und vielleicht können sie uns bei dieser... Louis wechselte mitten im Satz in die telepathische Kommunikation. Sache helfen. Vielleicht wissen sie, wie man die Verbindung kappt. Du weißt doch, was die Forschung dazu sagt, erwiderte Anna traurig. Einer von uns muss sterben. Vielleicht gibt es aber ja noch eine andere Möglichkeit. Caitlin sagte nichts, doch sie wusste, dass sie alle dasselbe dachten. Das Netz hatte sie miteinander verbunden, sie einander nahegebracht und zum Teil war es ja auch wunderbar. Trotzdem sagte ihnen eine innere Stimme, dass die Verbindung gekappt werden musste. Sie konnten nicht den Rest ihres Lebens dermaßen aneinander gekettet sein. Das ging einfach nicht. Wir werden es erfahren, wenn wir dort sind, sagte Rob. Bis dahin sehen wir uns am besten hier noch ein bisschen um. Finden möglichst viel über diesen Ort heraus. Es muss doch einen Hinweis darauf geben, wo wir eigentlich sind. Lass uns dahin gehen, schlug Kate vor und nickte zur Spitze der Landzunge. Ich möchte so nah wie möglich an das Haus herankommen. Unterwegs sahen sie sich genau um. Dasselbe alte Meer, sagte Louis. Und da drüben, er deutete hinter sich, derselbe alte Strand mit denselben alten Bäumen. Schade, dass ich meine Kamera nicht dabei habe, sonst können wir ein Foto machen und es mit Büchern oder Reisebroschüren vergleichen. Es gibt einfach nichts, was ihn von anderen Städten unterscheidet, sagte Caitlin. Außer, seht mal, kommt es sich auch so vor, als wären rechts mehr Wellen als links? Stimmt, sagte Rob. Komisch. Warum das wohl so ist? Und dann sind auch noch die hier, sagte Anna und kniete sich neben einen der Steinhaufen, die zum Teil fast quadratisch waren, zum Teil hoch und schmal wie Türme. Wie die Bauklötze eines Kindes, willkürlich übereinander gestapelt, sodass sie unförmige Gebilde ergaben. Manche mit Auswüchsen zu beiden Seiten, die aussahen wie Tragflächen eines Flugzeuges. Überall auf den Felsen, die die Halbinsel säumten, befanden sich solche Skulpturen. Die einen waren winzig klein, die anderen riesengroß. Einige sahen fast aus, als sollten sie Menschen oder Tiere darstellen. Mir kommt das irgendwie bekannt vor, sagte Anna. Sie fuhr mit den Händen die Konturen der Steine nach, ohne sie zu berühren. Ich müsste mich doch erinnern. Ihr Gesicht war angespannt, die Lippen zusammengekniffen, der Blick entrückt. Mach dir nichts draus, sagte Rob. Wir gehen einfach weiter, dann fällt es dir vielleicht wieder ein. Hast du den Ort hier schon einmal gesehen? Anna schüttelte langsam den Kopf. Ich glaube nicht, aber trotzdem kommt er mir so bekannt vor. Er liegt im Norden, da bin ich mir ganz sicher. Nördlich von Kalifornien. Also schauen wir uns jetzt alle Strände nördlich von Kalifornien an? Murmelte Louis ungewöhnt trübsinnig. Er trat gegen eine Steintürme. Nicht, wies Anna ihn zurecht, ebenfalls ungewohnt scharf. Louis zog den Kopf ein. Als sie die Spitze der Halbinsel erreicht hatten, reckte Caitlin das Gesicht in den Wind. Es war ein erhebendes Gefühl, zu drei Seiten des Meeres und die sich brechenden Wellen um sich zu haben. Doch noch immer waren sie dem weißen Haus nicht näher gekommen.
Wer macht eigentlich diese Träume? Fragte Louis, der etwas zurückhing. Ich meine, glaubt ihr, das sind die im Haus? Glaubt ihr, die sind jetzt dort? Fragen wir sie doch, sagte Rob. Ohne weitere Vorwarnung legte er die Hände an den Mund und rief übers Wasser. Hey, ihr da drüben, wer seid ihr? Caitlins Herz schlug ihr schon beim ersten Wort bis zum Hals. Trotzdem, es hörte sich gut an, wie Robs Stimme gegen den geisterhaften violetten Himmel und die Weite des Meeres ankämpfte. Es war ein großartiger Ort, zu dem ein großartiger Klang passte. Sie legte ebenfalls die Hände an den Mund. Wer seid ihr? Schickte sie ihre Stimme über das Meer, als erwarte sie tatsächlich, dass sie jemand in dem weißen Haus hörte. Das ist es, sagte Anna. Sie warf den Kopf zurück und stieß einen langen, gezogenen Schrei aus, der Kind einen kalten Schauer über den Rücken jagte. Wer seid ihr? Louis stimmte ein. Das ist ätzend. Redet mit uns. Könnt ihr nicht ein bisschen deutlicher reden? Caitlin verschluckte sich fast vor Lachen, rief aber weiter. Der Tumult schreckte zwei Seemöwen auf, die erschrocken aufstoben. Und dann, mitten in das Geschrei hinein, kam eine Antwort. Sie war leise, wie ein atemloses Flüstern. Als ob 1000 Menschen auf einmal flüstern. Beinahe im Chor, aber nicht ganz. 1000 Menschen versammelt in einem einzigen Raum, in dem ihr Flüstern von den Wänden widerhallt. Die vier verstummten sofort. Kate starrte mit weit aufgerissenen Augen Rob an. Der folgte unwillkürlich seinem Beschützerinstinkt und legte ihn den Arm um die Schulter. Griffin's Pet. Flüsterte es eindringlich. Caitlins Lippen formten das Wort was, doch sie brachte keinen Ton heraus. Der Vielklang der Stimmen prasselte von allen Seiten auf sie ein. Sie sah, wie Louis das Gesicht verzog. Anna hatte die Hände an den Kopf gelegt. Griffin's Pet. Rob, das tut weh. Dann wach auf, Caitlin. Es ist nur ein Traum. Du musst aufwachen. Sie konnte nicht, aber sie sah, dass das Flüstern auch Rob schmerzte. Er hatte die Stirn in Falten gelegt. Seine goldenen Augen verdunkelten sich. Griffin. Caitlin zuckte zusammen und die Halbinsel verschwand. Sie starrte in den Nachthimmel, der Mond lag schräg über dem Horizont. Die roten Lichter eines einsamen Flugzeuges blinkten zwischen den Sternen. Neben ihr streckte sich Rob, Anna und Louis setzten sich auf. Alles in Ordnung, fragte Kate besorgt. Du hast es geschafft. Rob lächelte. Scheint so. Und wir haben endlich eine Antwort auf unsere Frage erhalten. Sie rieb sich die Stirn. Vielleicht haben sie deshalb vorher nicht versucht, mit uns in Kontakt zu treten, sagte Anna. Weil sie wussten, dass es uns wehtun würde. Außerdem war es ja nicht sonderlich deutlich zu verstehen, was sie da geflüstert haben. Griffin's Pit, sagte Caitlin. Das klingt irgendwie unheilvoll. Louis rümpfte die Nase. Griffin's was? Du meinst wohl Pippin's Hit. Für mich hat es sich eher angehört wie Reiners Bett, warf Anna ein. Aber das ergibt auch keinen Sinn. Genauso wenig wie Griffin's Bett. Paffen und spucken, Rob lachte. Leute, wo ist Griffin's Pit, Pippin's Hit, Reiners Bett, such nach Griffin's Bett. Rappte Louis munter drauf los. Aber hört mal, wenn wir alle etwas anderes gehört haben, dann sind wir ja wieder da, wo wir angefangen haben. Falsch, sagte Rob und zog Louis die Bespermütze über die Augen. Er grinste. Offenbar war er bester Laune. Wir wissen, dass da Leute sind, die versuchen, mit uns in Kontakt zu treten. Vielleicht gelingt ihnen das bald besser. Wir brauchen nur noch ein bisschen Glück. Jedenfalls haben wir jetzt eine Richtung. Norden. Und wir wissen, wonach wir suchen, nämlich nach einem bestimmten Strand. Die Suche hat begonnen. Sein Eifer war ansteckend. Sein Lächeln, das Licht, das in seinen goldenen Augen tanzte, das war ansteckend, fand Caitlin. Sie spürte etwas in sich aufkeim. Das verwegen war, überraschend, aber auch unwiderstehlich. Hoffnung. Ihr ganzes Leben lang hatte sie sich nach einem echten Zuhause gesehnt. Hatte sich tief in ihrem Herzen immer so gewünscht, dass es fast geschmerzt hatte. Immer hatte sie die seltsame Gewissheit gespürt, dass es so einen Ort gab, mit dem sie etwas verband. Sie musste ihn nur noch finden. Seit Gabriel das Netz geschaffen hatte, war sie zumindest mit anderen Menschen verbunden.
ob sie es wollte oder nicht. Sie war mit den Vieren auf Gedeih und Verderb verbunden. Und jetzt rief der Traum sie vielleicht an einen Ort, der für sie genau der richtige war. An den Ort, den Caitlin schon immer in sich drin gespürt hatte, in dem all ihre Fragen beantwortet werden würden und dann sie begreifen würden, wer sie wirklich war und was sie mit ihrem Leben anfangen sollte. Sie lächelte Rob an. Die Suche hat begonnen. Sie rutschte näher zu ihm, Knie an Knie, und fügte nur an ihn gerichtet hinzu. Und ich liebe dich. Komischer Zufall, sagte Robs Stimme in ihrem Kopf. Wunderbar, wie wohl sie sich in seiner Nähe fühlte. Er gab ihr Sicherheit in einer fremden Stadt, spendete ihr Wärme in einer Nacht, die sie im Freien verbrachten. Ihm einfach nur nahe zu sein, seine Gedanken zu teilen und seine Anwesenheit zu spüren, das war alles unendlich beruhigend. Schwindelerregend beruhigend. Ich bin auch gerne bei dir, sagte er. Je näher ich dir bin, desto näher möchte ich dir kommen. Caitlin schwebte, ertrank in den Gold seiner Augen. Ich wünschte, wir könnten bis in alle Ewigkeit so zusammen sein, begann sie. Doch da unterbrach sie Anna. Sie hatte da gesessen, das Kinn auf den Knien. Nun hob sie den Kopf. Sagt mal, wo ist eigentlich Gabriel? Caitlin hatte Gabriel völlig vergessen. Erst jetzt merkte sie, dass er fehlte. Wahrscheinlich checkte nur die Lage, sagte Louis zuversichtlich. Oder er hat uns verlassen, sagte Rob. In seiner Stimme schwang so etwas wie grimmige Hoffnung mit. Tut mir leid, keine Chance. Von dem Erdwall gegenüber kullerten ein paar Steinchen herunter und dann tauchte Gabriel auf. Ein frostiges Lächeln auf den Lippen. Und er sah gut aus, erfrischt, überhaupt nicht mehr müde. Caitlin beschlich ein beklemmendes Gefühl, doch sie wischte es einfach weg. Ehe einer der anderen es mitbekam. Natürlich ging es Gabriel gut. Was war schon dabei? Immerhin hat er sich ausruhen können. Es wird hell, sagte Gabriel. Ich habe mich umgesehen. Nichts los da draußen. Keine Bullen, nichts. Wenn wir hier weg wollen, dann am besten jetzt. Okay, sagte Rob. Aber setz dich doch noch kurz hin. Aber setz dich doch noch kurz zu uns. Wir müssen uns überlegen, was wir als nächstes tun wollen. Und wir müssen erzählen, was wir heute Nacht erlebt haben. Ist was passiert? Gabriel sah von einem zum anderen. Ich war nur ein paar Minuten weg. Nein, nein, es war nur ein Traum, sagte Caitlin, die Mühe hatte, ihr Misstrauen zu unterdrücken. Gabriel hatte zwischen ich war und nur ein paar Minuten kurz gezögert. Er log. Über das Netz war das nicht zu spüren, aber sie wusste es. Wo war er gewesen? Gabriel hörte sich mit einer belustigten, leicht verächtlichen Miene die ganze Geschichte an. Wenn ihr wirklich dahin wollt, soll es mir recht sein, sagte er, als Rob fertig war. Seine wohlgeformten Lippen kräuselten sich spöttisch. Ich will nur möglichst weit weg von der kalifornischen Jugendbehörde. Na gut, sagte Rob. Dann sollten wir uns erstmal überlegen, was wir eigentlich an Geld haben. Er grinste reumütig. Leider besitze ich nur meine Brieftasche und die Akten hier. Erst jetzt wurde Caitlin bewusst, dass weder Rob noch Gabriel ihre Reisetaschen dabei hatten. Sie mussten sie im Kampf mit Mr. Cetus verloren haben. Ich habe meine Reisetasche und in meiner Hosentasche sind $100. Caitlin sah zur Sicherheit nochmal nach. Und vielleicht noch 15 Euro im Geldbeutel. Ich habe auch meine Reisetasche, erklärte Louis. Aber ich glaube nicht, dass meine Kleider einem von euch passen würden. Er sah Rob und Gabriel zweifelnd an. Beide waren gut 10 Zentimeter größer als er. Und ungefähr $40. Ich habe nur ein paar Dollar Kleingeld, sagte Anna. Und meine Tasche mit den Kleidern. Und ich habe $12.50, sagte Rob und seufzte beim Blick in seinen Geldbeutel. Mann, oh Mann, das sind insgesamt nur 150 Euro. Erinnert mich daran, dass ich nie wieder mit euch durchbrenne, rief Louis. Das reicht nicht mehr für Busfahrkarten. Und essen müssen wir ja auch, sagte Rob. Dazu kommt, dass wir gar kein bestimmtes Ziel haben. Wir wissen ja auch gar nicht, wo wir genau hin müssen. Gabriel, wie viel? Gabriel war sichtbar ungeduldig hin und her gerutscht. Ich habe etwa 90 Euro, sagte er kurz, ohne zu erwähnen, dass er das Geld aus Louis' Portemonnaie genommen hatte. Aber wir brauchen keine Busfahrkarten, fügte er hinzu. Ich habe mich darum gekümmert. Wir haben ein Fahrzeug. Wie bitte? Gabriel zuckte die Schultern, stand auf und wischte sich den Schmutz von den Kleidern. Ich habe uns ein Auto besorgt, habe es kurz geschlossen. Es steht auf der Straße bereit. Wenn wir also endlich mal mit unseren Unterredungen fertig sind... Caitlin schlug die Hände vom Gesicht zusammen. Oh Gott! Sie konnte die Empörung neben sich körperlich spüren. Schon stand Rob auf und baute sich drohend vor Gabriel auf. Er schäumte vor Zorn. Du hast was gemacht? Fragte er.